Grüßt euch, ich will euch was zeigen. Ich habe hier von Ticket to the Moon habe ich Hängematten und irgendwann, wenn die länger draußen bleiben, dann verstauben die halt auch so. Seht ihr, was da alles runterkommt. Und damit es ein bisschen geschützt ist, gibt es solche Hammock-Sliver oder wie es ausgesprochen wird. Ich weiß nicht, jetzt mache ich einfach mal einen hier drüber und pack den einfach aus. Dann macht man so, das ist so ein Schlauch. Das ist auch von Ticket to the Moon. Mit dem rausfriemeln. Und dann nimmt er diese, hakt jetzt einfach die Hängematte, wird einfach abgehakt. So. Und dann tut er alles dann hier so da rein. Ist ein bisschen Fuckelarbeit, aber es geht relativ einfach und schnell. So. Bisschen dauert's. Hälfte haben wir schon. Hier gibt es, glaube ich, in 10 verschiedenen Farben oder sogar noch mehr. Kann ich jetzt nicht so sagen. Ich hab von gelb über braun, blau, ich glaube zwei blaugrün, lila. Ihr habt das ja in einem anderen Video schon gesehen, wo die ganzen so drauf sind. Und das ist einfach ein Schutz, dass kein Dreck reinkommt. Und selbst wenn es nass wird beim Regen, kannst du draußen lassen. Da gibt es ein Imprägnier. Schutz, den sprüht man einfach ein bisschen ein, wartet so 5 Minuten, dann bürstet man das ein und dann hat man einen besseren Schutz noch. Und so, gleich habe ich es geschafft. Und der Einfachheit halber, also damit es besser geht, damit man rüberziehen kann hier, nehme ich den Haken wieder und hake das wieder in meiner Schlaufe rein. Dann sieht das so aus und dann nehme ich einfach das Ende, was ich hier habe, ein bisschen aufmachen, die Schleife, und dann kann man das so rüberziehen. So sieht das denn aus. Das heißt, ihr habt eure Hängematte komplett jetzt drinnen. Das heißt, es ist einfach ein Schutz. Und das mache ich jetzt bei den anderen auch. Ich habe das vergessen, die habe ich neu aufgehangen. Ich wünsche euch viel Spaß damit und wenn ihr sie gebrauchen wollt, einfach so ziehen bis nach hinten hin. Da bleibt es jetzt hängen. Und dann einfach in die Hängematte rein. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich hänge jetzt ein bisschen ab. Euer Udo.